1897 gründete Clemens August Krapps Großvater eine kleine Goldschmiede in Steinfeld. Was daraus gewachsen ist, glaubt man kaum. Mit der Goldschmiede von damals hat das Ganze nichts mehr zu tun. Ja, heute haben wir ein Unternehmen, das in Norddeutschland sehr bekannt ist und auch gut Fuß gefasst hat. Wir haben ja 120 Jahre Krapp gefeiert und haben geworben. Einnahme, drei Geschäftsfelder und 120 Jahre Erfahrung. 874.800 verschiedene Artikel sind es, die bei der Krapp-Gruppe heute erhältlich sind. So eine Vielfalt lässt sich kaum auf einen einfachen Nenner bringen. So lautet auch das Firmenmotto: einfach alles für Industrie und Handwerk. Und das ist nicht übertrieben. Das Lohner Unternehmen verkauft online alles rund um Berufskleidung, Bürobedarf, vom Toilettenpapier bis zum Toner, Büroeinrichtungen, diverse Produkte für den Baubedarf, vom Gerüst bis zur Schubkarre, alles für den Garten- und Landschaftsbau und so weiter. Bei der Krapp-Gruppe kann man nicht nur Produkte kaufen, Logistik, Service und Installation gehören ebenso zum vielfältigen Angebot. Man fragt sich zu Recht, wie kommt man von einer kleinen Goldschmiede zu einer Unternehmensgruppe mit einem Jahresumsatz von rund 120 Millionen Euro? So ein Unternehmen hat ja mehrere Chefs, jetzt mein Sohn, dann den Geschäftsführer in Heil, und jeder von uns dreien hat Ideen, und wenn die gut sind, bringen wir die ein und dann haben wir Geschäftsfeld mehr oder geben eins auf. Ja, ob es die richtige Entscheidung ist, stellt sich hinterher heraus. Aber wer nicht den Mut hat, etwas zu riskieren und zu entscheiden, der ist fehl auf dem Platz eines Kaufmannes. Erneuerung ist was Gutes, muss man sich um kümmern. Den Markt beobachten, sich immer wieder neu erfinden, innovatives Denken, das zeichnet Clemens August Krapp aus. Der Erfolg gibt ihm recht. Bei allem Willen zur Veränderung, ohne ein beständiges Fundament, funktioniert es nicht. So stehen vor allem die Menschen für Krapp im Mittelpunkt. Die Mitarbeiter ist das Fundament. Ohne ein stabiles Fundament der Mitarbeiter können Sie den Laden zumachen. Sie müssen einmal eigentlich den Menschen freundlichst gegenübertreten, unabhängig von Mitarbeitern und Kunden. Und diese Einstellung zum Menschen entwickelt man ja auch zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das spüren die. Und wenn die merken, der Chef geht ehrlich mit mir um, dann kann man auch gute Mitarbeiter länger und eigentlich immer halten, bis sie 65 Jahre alt sind. Auch wenn es um die nächste Generation geht, hat Krapp keine Angst vor Veränderung. Ja, 1971 hatten wir 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann habe ich den Betrieb ja, nachdem ich 65 Jahre wurde, meinem Sohn übergeben, da hatten wir 200. Und dass das die richtige Entscheidung war, denn wir haben heute 500 und das hat gut geklappt mit meinem Sohn und der Firma. Also keine Spur von Generationenkonflikt im Hause Krapp? Also wenn mein Vater nach mir im Betrieb kommt, wichtig ist ja erstmal, dass der Junior früher kommt. Wenn der Senior im Betrieb kommt, macht er bei mir erstmal Licht aus und sagt, wir müssen Geld sparen. Das ist also der Hauptgenerationskonflikt, den wir haben. Ist aber auch ein Beispiel dafür, dass er also auch noch durch den Betrieb geht und auf der Kostenseite auch aufpasst. Ich glaube, das ist eine seiner Stärken, dass er auch andere glänzen lässt mit Ergebnissen, zu denen er doch auch intensiv beigetragen hat. Meine Frau hat dafür gesorgt, dass unsere Familie, obwohl ich selten da war, immer dann, wenn es ging, gemeinsam zusammensaßen. Also die Stärkste in unserer Familie ist meine Frau. Wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich es nicht geschafft. Und das, was Clemens August Krapp mit Weitsicht, Mut und Menschlichkeit aufgebaut hat, ist beachtlich. Seine Wünsche für die Zukunft sind allerdings ganz persönlicher Natur. Ich möchte gerne mit meiner Frau zusammen alt werden. Für die Firma, die ist gut aufgestellt. Das wird mein Sohn mit dem Geschäftsführer und seinen Mitarbeitern schon können. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Der Preis für das unternehmerische Lebenswerk geht an Clemens August Krapp.